Und damit willkommen zur dritten Folge der Delta-Episode in Pokémon Alpha Saphir. Weiterhin reagieren wir auf das Gameplay von Boisel, aka Daniel, dem YouTuber, der das deutsche No Commentary Walkthrough hier macht, da ich ja mein eigenes Gameplay, wie gesagt, nicht mehr aufnehmen kann, da ich meinen Spielstand gelöscht habe. Wie gesagt, das Ganze könnt ihr nochmal in der ersten Folge davon nachhören, da erkläre ich das nochmal ausführlicher. Wir starten direkt rein. Also wir sind hier im Team Aqua Versteck und wir werden hier scheinbar direkt empfangen. Scheint aber fast schon so, als wenn wir hier in Ruhe gelassen werden. Okay, interessant. So, das kennen wir ja noch. Da habe ich mich ja sehr schwer getan. Und er hat schon mal genauso Probleme, den richtigen Weg zu finden. Das, obwohl man hier schon mal drin war. Aber ich sage ganz ehrlich, ob ich mir noch gemerkt hätte. Na gut, das muss ich kurz rausschneiden. Ob ich mir noch gemerkt hätte. Direkt der nächste Kampf. Ob ich mir nur gemerkt hätte, wo genau ich jetzt hin muss, keine Ahnung. Ich stelle gerade fest, nee, ich habe hier die ganzen Kämpfe gemacht und er nicht. Die holt er jetzt alle nach, scheinbar. Lol. Aber es macht doch keinen Sinn. Hat er die ganzen Kämpfe, kann er doch nicht übersprungen haben, oder? Oder musst du die ganzen Kämpfe echt nochmal machen? Das kann natürlich sein, weil zumindest der Kampf liegt doch mitten auf dem Weg. Den muss er doch gemacht haben, oder? Ganz ehrlich. Keine Ahnung. Er hat doch nochmal alle Items. Was? Verstehe ich gerade überhaupt nicht. Und der findet auch schon mal den Weg nicht. Müssen wir denn wieder zu diesem großen Raum da, wo das U-Boot war? Dann müsste hier auch wieder ein Kampf kommen, ne? Ich frage mich echt, ob das jetzt wirklich einfach nochmal speziell für die Delta-Episode alle Kämpfe sind, die man machen muss. Oder ob das hier wirklich, ob da wirklich die ganzen Kämpfe nicht gemacht werden, das kann ja nicht sein. Nee, ist überhaupt hin. Lull. Den Weg habe ich überhaupt nicht gefunden. Hoppla, das bin ja ich. Adrian, alles in Ordnung? Ich halte das nicht aus. Diese Göre hat wirklich gewonnen, ausgerechnet gegen mich. Oh, Avelina, da freut sich wer. Du kommst eben ganz nach der Frau Mama. Wir beide sind immer auf demselben Weg. Wer bin ich? Gute Frage. Ich habe es im Leben zu nichts gebracht. Nichts hier so gelaufen, wie ich es wollte. Ach, lass mir den Quatsch. Eine Identitätskrise ist das Letzte, was wir jetzt brauchen. Hey, ich stehe nicht so rum, wie abgeholt. Hilf mir. Was zum... Ach, er ist eben ein echter Held. Aber diesmal stand er leider eine Minute zu spät auf der Matte. Sie hat einen Schlüsselstein entwendet. So, der Schlüsselstein gehört ab jetzt mir. Endlich ist es soweit. Jetzt haben wir alles zusammen, um Rayquaza zu befreien. Damit wäre unsere Arbeit hier getan. Du folgst mir am besten. Als nächstes wartet auf uns der Himmelturm. Wenn du nicht weißt, dann am besten den ehemaligen Champ um Hilfe bitten. Ich
können wir aus der Ort fahren. Diese Frau macht einfach, was sie will. Kleiner, das ausgerechnet jetzt hier reinschneidest, ist gerade unpassend. Also was soll das ein Witz sein? Sieht so aus, als würde ich hier Witze machen. Ohne Schlüsselstein kann ich mit dem Mega-Bit nichts machen. High to need, okay. Das ist Tohaido Need. Wenn du weißt, was das gut ist, dann gibt das Ding am Tohaido. Dann lege ich meine Macht in dein Handy. Sie gehöre eben könnte unverschämt. Das heißt, boah, Leute. Wie schnell soll ich denn lesen? Ja, wir sollen die auf jeden Fall scheinbar aufhalten. Willst du wohl auf? Verstehe, so ist das also. Der Schlüsselstein, den Himmelturm, die Meteoraner. Ja, jetzt ergibt alles langsam Sinn. Ich muss so schnell wie möglich mit dir sprechen. Wir treffen uns am besten im ersten Stock des Raumfahrtzentrums. Gott. Stress. Okay. Ja, wir sollen sie auf jeden Fall aufhalten. Das habe ich dann jetzt auch mal verstanden. Und ich habe auch mal verstanden, wie man jetzt da hinkommt. Ich dachte immer, man kann nur nach links, aber man kann dann einfach da in der hintersten Ebene an den Dingern vorbeigehen. Wisst ihr noch in der Folge von meinem LP, wie lange ich mich da an diesen Dingern aufgehalten habe? Hier an diesen Dingern? Weil ich nicht wusste, wie man da links hinkommt. Ach Gott, ey, so einfach ist es. Einfach da vorbeigehen. Komplett lost. Komplett dumm einfach. Oh mein Gott, geil. So einfach ist das eigentlich, dieses Rätsel. Genau das war der ursprüngliche Raum, wo ich war. Oh mein Gott, ist das geil. Wie ich da einfach in dieser einen Folge gefühlt 100 Jahre gebraucht habe. Dabei ist es halt so einfach, ne? Naja, egal. Wir gehen jetzt erstmal aus dem Aquaversteck raus und müssen jetzt zum Raumfahrtzentrum wieder, um mit Troy zu sprechen. Da gibt es bestimmt noch ein paar Anweisungen, wie wir sie jetzt genau aufhalten sollen. So, dafür befinden wir uns jetzt wieder in Mosbach City und gehen den altbekannten Weg. Ins Raumfahrtzentrum. Er geht einfach schon die falsche Abzweigung. Aha. Ah, ich habe schon auf dich gewartet. Amal sprach vom Himmelturm. Zu diesem Ort erhalten nur jene Zutritt, die das Recht erworben haben, das Wissen der Vorzeit zu erben. Gerne solche Menschen dürften den Himmelturm betreten. Erinnerst du dich noch an Vasili aus Tschernobyl? Ja. Yep. Verstehe, da bin ich aber erleichtert. Als Arenaleiter von Xenophil sollte Vasil in der Lage sein, das Siegel aufzubrechen, das den Eingang Himmelturmes versperrt. Ich werde hierbleiben und gemeinsam mit dem Professor und anderen einen Plan fürs weitere Vorgehen schmieden. Ich kann ihr einfach kein Vertrauen anbieten. Deshalb verlasse ich mich jetzt ganz auf dich. Ich werde mich umgehen mit Vasili in Verbindung setzen. Du solltest ihn bei der Urzeithöhle von Xenophil antreffen. Okay. Das heißt, für uns geht's zu Vasili nach Xenophil. Die planen das weitere Vorgehen und ich denke, wir werden noch weitere Hinweise von Vasili bekommen. So, jetzt müssen wir hier wieder über das Wasser in Tschernobyl. Nach links in dem Bereich. Ne, hier geht's zur Arena, da müssen wir noch ein Stück weiter. So, jetzt müssen wir hier den ganzen Weg außen rum gehen. Dann hier nach unten. So, an der Urzeithöhle sollten wir ihn antreffen. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Da ist er doch. Mit so einem alten Mann. Okay. Fantastisch, das war eine tolle Geschichte. Ja, nicht wahr? Kaum zu glauben. Diese hochaufregende Bombe ist das Geschenk eines riesengroßen Mannes aus Kalos. Deine Weisheit versetzt mich immer wieder ins Staunen. Genug der Schmeicheleien, Vasili. Du keine falsche Bescheidenheit. Also dann, willkommen in Tschernobyl, Champ. Troy hat mir alles erzählt. Der Eingang zur Höhle, die zum Himmelturm von kann nur durch einen
Genau, irgendwie durch den Siegel zerstört werden. Huldigung für Raigar, Xander, das legendäre Pokémon. Genau, Amalia, die aus irgendeinem Grund versucht, ihn wiederzubeleben oder ihn zu erlangen. Klein Island auf Route 131. Vasili ist bereits unterwegs zum Himmelturm. Dieser liegt auf einem kleinen Island auf Route 131. Okay, dann setzen wir erstmal noch den Topschutz ein. Dann genau, sind wir hier noch im Floßbrunnen. Und vom Floßbrunnen geht's dann nach rechts zur Route 131. Und hier sollte dann jetzt irgendwo eine Insel sein. Ah, jetzt verstehe ich. Das war doch hier, genau diese Insel, die ich letztes Mal schon gefunden hatte. Ah, und wo es dann hieß, nur die Würdigen bekommen Zutritt. Und wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was das zu bedeuten hat. Okay. So, erstmal muss sie prüfen. Und genau, davon hatte ich auch gesagt. Eine Prüfung. So, jetzt müssen wir erstmal nochmal gegen den kämpfen. Ist okay. Ist vollkommen okay und dann dürfen wir da durch. Das ist gut. Nichts Geringes habe ich von dir erwartet. Du bist wirklich ein herausragender Pokémon-Trainer. Mal tanzen sie leichtfertig um ihre Gegner wie eine frische Blablabla. Mal trafen sie unerwartet wie Blitzgestalt. Dazu die Gestalt eines Anmut, die nicht zu betreffen gilt. Ich muss zugeben, dass du stark bist. Streit nun fort. Finde die Wahrheit, nach der du suchst. Ich als Trainer darf den Himmelturm nicht betreten. Für den Alexander will zurückkehren. Tut mir so leid, dass du das Schicksal dieser Welt alleine in deine Hände nehmen musst. Okay, jetzt bin ich gespannt. Es wird wahrscheinlich erstmal wieder ein Höhlenabschnitt kommen. Mit dem kommen wir dann irgendwie nach da oben dann. So, er hat nochmal seine Pokémon, klar. Die werden da jetzt im Kampf ordentlich. Aber wobei, es geht. Es ist nicht viel. So, dann sind wir soweit da fertig und können jetzt hier rein. Okay, jetzt müssen wir erstmal den Weg hier durch. Okay, das ist, ging natürlich doch schneller als gedacht. Dann sind wir hier schon beim Himmelturm. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der von innen aussieht. Da bist du ja, schön. Danke, dass du gekommen bist. Du bist wirklich gut, beeindruckend. Und weißt du was? Du hast mich so überzeugt, dass ich dir etwas schenken möchte. Lass uns gemeinsam einen Blick auf das Wampel werfen. Ich erzähle die Geschichte der Menschen, der Pokémon, der Natur. Sie wohnen. Ich will dich an die Geschichte zurück überliefern. Vor vielen tausend Jahren zu Urzeiten, also durchflossen den Planeten Energien. Proto-Groudon und Proto-Kyogre. Die Menschen waren angesichts der gewaltigen Kraft machtlos. Es blieb nichts anderes übrig, als abzuwarten und zu hoffen, dass die Schrecken bald ein Ende haben. Zur gleichen Zeit fielen unzählige Meteoriten auf die Erde herunter. So, das reicht erstmal. Das war Kapitel 1 der Geschichte. Legen wir eine Pause ein. Kapitel 2 bekommst du im nächsten Stück zu hören. Okay. Jetzt müssen wir erstmal hier den Weg entlang. Da ist sie. Oh, da bist du ja. Dann kannst du ja weitergehen. Du bist schon gespannt auf Kapitel 2, oder? Trommelwirbel, die Spannung steigt. Die Meteoriten strahlten in allen Farben des Regensbogens. Plötzlich fuhr ein smaragdgrünes Licht über den Himmel herab. Es war Rayquaza. Es zwang die beiden Pokémon trotz ihrer Stärke in die Knie. Tausend Jahre später fiel ein weiterer Meteorit auf unsere Erde hinab und bohrte ein unglaubliches Loch ins Meer. Dieser gigantische Krater sollte später einmal... okay. So, das wäre dann einmal Kapitel 2. Aber das geht so schnell. Ich kann das alles nicht lesen. Das ist schrecklich. Dass die immer unterbrechen muss, ne? Hier erstmal immer hochklettern muss, ne? Die Architektur scheint mir aber auch nicht gerade sehr sicher zu sein hier, ne? So, ah genau, das hat sie gesagt. Dadurch entstand das heutige Xernobyl. Nach dem Einschlag suchten eine uralte Bedrohung im Wind der Aufprall Risse in Boden, höllensgetrieben, aus denen die Naturenergie einströmte, die tief unter der Erde gespeichert war. Diese Energie erweckte Proto-Gordon und Proto-Kyogre wieder zum Leben.
Die Menschen sehnten sich nach einem Retter und erinnerten sich an die Ereignisse vor 1000 Jahren, als das ins Makro- und Licht gehüllte Pokémon erschienen war. Und dann geschah es. Der Meteorit, der inmitten des heutigen Xenoblade eingeschlagen war, begann in leuchtend hellen Farben zu strahlen. Der Anblick glich einem gigantischen Schlüsselstein und ein weiteres Mal schoss Rayquaza vom Himmel. Diese waren ihm sehr dankbar und legten noch größere Hoffnung in das Pokémon. Auf jeden Fall zog Rayquaza eine Entwicklung. Es verstand im Grill nicht und trat daraus in einer Form hervor, die kein Mensch vorher kannte. Seine neue Form war noch erhabener. Okay. Es war nicht nur eine Reaktion auf das regenbogene Leuchten der Meteoriten. Hoffnung, ein äußerlich nicht erkanntes Gefühl, das im Grunde genommen ein Ausdruck von Ungewissheit ist. Doch eben diese Gefühle hatten Menschen Pokémon enger zusammenrücken lassen und Rayquaza zu einer familiären Begegnung werden lassen. Ich sag, genauso funktioniert auch die Mega-Entwicklung. Okay. Ist das jetzt hier das letzte Kapitel oder kommt da noch mehr? Na, da oben ist noch irgendeine Ebene. Alter, das sieht aber so geil hier aus, ne? Das ist echt krass. Aber wie gesagt, ne, bei der Architektur denke ich mir nur so, WTF. Wie die Geschichte ausgehen willst du wissen, nur die Hoffnung der Menschen hatte Rayquaza eine neue Form verliehen, aber hat sie es am Ende auch wirklich gerettet? Rayquaza stellte sich erneut zwischen Proto, Groudon und Kyogre. Es zog ein stürmischer Wind auf, das Licht und der Wind berobten die Kräfte der beiden Pokémon. Und so zogen sich die beiden Pokémon wieder zurück, das eine ins Erdreich, das andere ins Wasser. Sie nahmen wieder ihre ursprüngliche Gestalt an und ein Mann von riesenhafter Gestalt aus einer Fernregion wurde Zeuge dieses Schauspiels. Er sprach folgende Worte: Delta, du kamst geborgen aus der Not der Planeten. Die Hoffnung und die Zuversicht der Menschen verbanden dich mit uns, riefen dich in diese Welt, deren Not du in Frieden fandest. So kam es, dass die Meteoren einen gewaltigen Turm errichteten, um ihren himmlischen Rettern näher zu sein. Dies war ihre Art, Rayquaza und dem regenbogenfarbenen Gestein zu danken. All ihre Nachfahren sollten die Geschichte rund um die Heldentaten weitererzählen. Aus diesem Grund ließen sie schließlich ein Wandbild anfertigen, hier in diesem Himmelturm. Ein gewaltiger Turm mit einem Wandbild, das die Geschichte erzählt. Ich werde das Gefühl nicht los, erst vor kurzem irgendwo genauso einen Turm gesehen zu haben. Geht dir bestimmt ähnlich, oder? Okay, wir sind beim letzten Kapitel meiner Geschichte angelangt. Okay, dann geht's nochmal ein Stück nach oben. Was wird denn wohl jetzt das letzte, der letzte Teil dieser Geschichte? Okay, erstmal hier noch ein wildes Pokémon, das überspringen wir. Und der letzte Teil der Geschichte. Gut, kommen wir nun zum Schlusskapitel. Es folgten 1000 Jahre des Friedens. Aufgrund des zyklischen Verlaufs der vergangenen Desaster hatten die Meteoraner, dass irgendwann ein Meteorit auf den Platten herabstürzen würde. Sie prophezeiten, dass dieses Meteorit doppelt so groß sein würde, wie die vorherigen und beim Aufprall mehr Schaden anrichten würde. Sie sahen nur eine einzige Lösung. Rayquaza, ihren Weltretter, würde beschwören werden müssen, bevor die Welt zerstört wird. Und das war's. Das ist das Ende der Geschichte von uns Meteoranern. Ich habe mir lange den Kopf darüber zerbrochen, wie sich das Glück möglichst erzwingen lässt. Ich sehe es als meine Pflicht an, etwas zu tun. Und das Werk zu vervollständigen. Okay. Dann geht's jetzt nach ganz oben. Nach draußen wahrscheinlich, ne? Und das sehen wir dann in der nächsten Folge. In der letzten Folge, wo es dann zum großen Finale geht. Bis zum nächsten Mal.